Herzlich willkommen im Universitätsklinikum Dulln. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen werde ich Sie heute virtuell durch unsere Geistsäle und unsere Abteilung führen. Wir sind ein Team aus Hebammen, Gynäkologen, diplomierten Krankenpflegerinnen und Abteilungshelferinnen. Bei uns finden im Jahr etwas mehr als 1000 Geburten statt. Wir beginnen im Eingangsbereich des Krankenhauses. Beim Portier rechts um die Ecke befindet sich die allgemeine Aufnahme. Hierfür brauchen Sie Ihre E-Card. Wenn Sie noch kein Foto darauf haben, bitten wir Sie auch noch einen Lichtbildausweis mitzubringen. Diese Registrierung ist bei jeder Kontrolle und Aufnahme notwendig. Weiter geht es in die geburtshilfliche Ambulanz im zweiten Stock. Hier findet die Geburtsanmeldung um die 30. Schwangerschaftswoche statt. Dafür brauchen Sie einen Termin, den Sie sich bitte telefonisch ausmachen. Die Nummer ist unten eingeblendet. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Mutter-Kind-Pass. Weitere Kontrollen werden mit der Hebamme oder dem Arzt besprochen. Gleich das erste Zimmer ist unser Aufnahmezimmer. Es ist für die Aufnahme zur Geburt vorgesehen. Hier begrüßt Sie die Hebamme und wird sich von da an um Sie kümmern. Bei der Aufnahme werden die Herztöne des Babys kontrolliert und wir machen uns ein Bild davon, wie weit die Geburt schon fortgeschritten ist. Der Muttermund wird untersucht, wir schauen, ob ein Blasensprung war oder nicht. Und je nachdem kommt die Frau gleich weiter ins Kreiszimmer oder kommt derweil noch auf die Station. Nun darf ich Sie in eine unserer Kreiszimmer führen. Hier befinden wir uns nun in einem unserer Kreiszimmer. Wir haben insgesamt 3 Kreissäle und ein Reservezimmer, das auch als Kreiszimmer genutzt werden kann. Die Kreiszimmer sind alle gleich ausgestattet. Wir haben überall ein verstellbares Bett, wo verschiedene Positionen möglich sind. Wir können das in allen möglichen Varianten verstellen, je nachdem, was die Frau eben braucht. Wir haben verschiedene Angebote, die Ihnen für die Geburt helfen können, die wir Ihnen anbieten können. Wir haben verschiedene Massagebälle oder Akupunktur, Aromaöle, warme Auflagen, je nachdem, was Sie eben benötigen. Hier sehen Sie ein CTG, das ist in jedem Kreiszimmer vorhanden und mit dem überprüfen wir, die Hebammen, die Herztöne Ihres Babys. Wir haben dafür 2 Knöpfe, die am Bauch angelegt werden und damit können wir die Herztöne überwachen und auch die Wehen. Zur Schmerzerleichterung bieten wir auch eine PDA an. Diese wird von der Anästhesie durchgeführt und es ist rund um die Uhr ein Anästhesist bzw. Anästhesistin im Haus. Des Weiteren arbeiten wir sehr eng mit den Neonatologen zusammen, die auch rund um die Uhr eben im Haus sind. Hier befinden wir uns jetzt in dem dritten Kreiszimmer und der einzige Unterschied zu den anderen Kreiszimmern ist, dass wir hier eine Badewanne haben. Die ist sowohl als Entspannungsbad geeignet als auch als Geburtsbadewanne und je nachdem, also wir sind offen für Wassergeburten und können das dann individuell, je nachdem, was die Frau möchte oder braucht, eben anpassen oder anbieten. Und die Voraussetzung ist, dass natürlich der Mutter und dem Kind gut geht und mit PDA, falls die Frau eine PDA hat, dann ist eine Wassergeburt nicht mehr möglich. Nach der Geburt lassen wir die Nabelschnur auspulsieren. Das Kind kommt dann direkt auf den Bauch der Mama und es ist Zeit fürs Bonding. Die frisch gebackenen Eltern haben dann ungefähr 2 Stunden Zeit, ungestört mit dem Kind im Kreißsaal noch zu bleiben. Und das Kind wird dann gewogen, gemessen, wird dann eben die Daten erheben. In diesen 2 Stunden werden auch Geburtsverletzungen, falls welche vorhanden sind, versorgt. Und die Frau kann dann im Anschluss duschen gehen, sich frisch machen und wird dann auf die Station hinausgebracht, wo sich dann die Krankenpflegerinnen um sie kümmern. Es braucht viel Geduld, Zeit und Zuversicht, um eine gute Milchbildung in Gang zu bringen. Im Kinderzimmer der Station wird die Babypflege gezeigt, erklärt und gemeinsam durchgeführt. Wir verfügen auch über ein Familienzimmer, in welchem der Partner aufgenommen werden kann und den Aufenthalt genießen kann. Dies ist für den Partner kostenpflichtig. Da Wohlfühlen durch den Magen geht,
können Sie aus einer reichhaltigen Frühstücksliste auswählen. Auch das Mittagessen und das Abendessen können Sie selbst wählen. Wir Kinderärztinnen und Kinderärzte stehen rund um die Uhr für die Versorgung des Neugeborenen zur Verfügung. Routinemäßig gehört dazu die Untersuchung am ersten Tag nach der Geburt sowie die erste Mutter-Kind-Pass-Untersuchung am dritten Tag nach der Geburt. Im Rahmen dessen finden auch die Hüftultraschalluntersuchungen statt sowie die Blutabnahme fürs Stoffwechselscreening. Ebenso wird ein Hörtest und eine Sauerstoffsättigungsmessung am Fuß durchgeführt. Unsere Stärke ist es, dass wenn Ihr Kind kinderärztliche Versorgung braucht, wir jederzeit zur Verfügung stehen, das Kind an unserer Kinderabteilung im Haus aufgenommen werden kann und so Mutter und Kind auch zusammenbleiben können und die Mutter ihr Kind auch jederzeit besuchen kann. Ich freue mich, Sie hier im Namen unserer Abteilung, im Namen der Ärzte, der Pflege und der Hebammen hier begrüßen zu dürfen. Wir wollen Ihnen eine familiäre und sehr sichere Geburt als Team anbieten.